Also 2035 haben wir 5 Milliarden weniger Ausgaben für die Energie, die wir ins Ausland schicken. Das Geld bleibt im Land. Wir brauchen nur noch etwa die Hälfte an Öl. Wir brauchen noch ein bisschen mehr Uran und wir haben viel mehr Erneuerbar. Und 2050 sparen wir etwa 8 bis 10 Milliarden, werden kaum mehr Öl brauchen, weil es meist elektrifiziert ist. Wir werden aber auf der anderen Seite kein Uran mehr brauchen. Wir haben aber praktisch erneuerbar 100% mit Winter-Sommer optimiert und mit unserem Import. Und das Ganze ist ökonomisch und ökologisch machbar. Aber es ist ein langer Weg, vielleicht wird es dann auch 2060, wenn wir fertig sind.